Also wir fühlen uns von der Politik benutzt. Wir sind in einen Einsatz geschickt worden, der so hätte nie stattfinden dürfen. Wir hatten ja zuvor auch das Konzept in Stuttgart gefahren, Deeskalation. Und ich persönlich war total überrascht, weil es im Schlossgarten dann so eskaliert ist. Wie sah diese Eskalation aus? Ja, zumindest wir sind ja mit Sondersignal von Mannheim nach Stuttgart gefahren. Wir hatten ja eigentlich einen normalen Mittagsdienst, der hätte um 14 Uhr beginnen sollen. Aber da waren wohl Probleme dann im Schlossgarten und wir mussten dann schnell von Mannheim nach Stuttgart mit Blaulicht und Martinshorn, wie man so sagt, verlegen. Was haben Sie dort erlebt? Ja, wir sind dann praktisch an den Landtag gekommen, da waren auch Demonstranten, haben dann aber in den Schlossgarten verlegt. Und dort, das schildere ich immer so, dass wir also im hinteren Bereich herangeführt wurden, unsere Einheit. Und ich habe dann nur unheimlich viel Polizei gesehen, unheimlich viel Demonstranten, Wasserwerfer. Und für mich hat sich das sah aus wie ein Schlachtfeld für mich. Das war mein erster Gedanke. Wie haben Sie sich gefühlt? Ja, ich möchte mal so sagen, etwas unsicher, aber nicht jetzt unsicher wegen der Situation, sondern weil, Sie müssen sich das so vorstellen, Sie betreten wie eine Bühne und auf einmal sind Sie mitten im Geschehen drin und haben eigentlich sowas gar nicht erwartet. Wie waren die Einsätze vorher? Auf welche Strategie hat man dort gesetzt? Und was haben Sie dann plötzlich an dem Tag dort erlebt? Also wir waren ja zuvor an dem Nordflügel eingesetzt, praktisch um die Baustelle abzusichern, die Sperrgitter dort abzusichern. Dort war es eine sehr lockere Atmosphäre. Auch mit den Stuttgart 21 Gegnern haben wir uns auch sehr gut unterhalten. Wir hatten auch sehr gute Gespräche. Die haben uns auch ihre Situation dargestellt. Es wurden auch Flugblätter verteilt, wo sie sich bei den Polizistinnen und Polizisten entschuldigt haben, dass wir so viele Einsätze und so viel Freizeit praktisch in Stuttgart verbringen müssen. Und dann kommen wir in den Schlossgarten an diesem besagten 30.09. und dann sah ich Beweis- und Festnahmeeinheiten, also BFE-Einheiten, die eigentlich bei Gewaltdemonstrationen eingesetzt werden. Oder wenn man vermutet, dass eine Demonstration gewalttätig sich entwickeln kann. Es waren Wasserwerfer dort. Also Wasserwerfer hatte ich das letzte Mal in Mannheim in den 90er Jahren gesehen, bei den großen Kurdenkrawallen. Und die sind dort auch zum Einsatz gekommen. Und das hat mich total überrascht und auch etwas, ich sag jetzt mal, geschockt, dass da so eine Polizeipräsenz vor Ort war. Also man hat auf Eskalation gesetzt? Ja, also zumindest mal war die Deeskalationslinie wohl verlassen worden, weil das hat ja auch dieses Mordsaufgebot auch optisch dargestellt. Also wenn man Wasserwerfer irgendwo hinstellt und auch Polizeieinheiten die Festnahme tätigen sollen, dann geht man davon aus, dass wohl eine Demonstration sich auch vielleicht ins Negative entwickeln kann. Wer ist verantwortlich für die ganze Situation? Können Sie es nochmal beschreiben? Also ich kann mir nicht vorstellen, wenn Wasserwerfer zum Einsatz kommen, dass das der Polizeiführer vor Ort allein entscheidet. Also das ist meine persönliche Meinung. Das wird an höchster Stelle abgeklärt. Das ist ja auch eine sehr politische Demonstration gewesen, auch ein politisches Thema. Und für uns von der Gewerkschaft der Polizei ist das auch ein Tatbestand, wie man so sagt. Man hat auch die ganzen Polizeichefs und Polizeipräsidenten in Baden-Württemberg darüber nicht informiert. Die haben sich ja vorher auch irgendwo getroffen zu einer Besprechung, zu einer Dienststellenleitertagung. Und dort hat man auch das Problem Stuttgart 21 erörtert. Und da hat man nichts davon gesagt, dass man am nächsten Tag diese Aktion fahren will. Und da muss ich auch sagen, was ist das für eine Umgangskultur, wie das Innenministerium oder auch die Politik mit ihren Polizeiführern umgeht. Und was wir dann auch im Nachhinein erfahren haben, also wenn der Koch beim Polizeipräsidium Stuttgart mehr Bescheid weiß, weil er die Verpflegungspakete packen muss und weiß, dass da 1700 Lunchpakete praktisch gebraucht werden für den 30.09. und der davon ausgehen muss, da ist ein größerer Einsatz geplant und man die Polizeiführung hier im Dunkeln lässt, also da stimmt was mit der Umgangskultur bei uns hier im Land nicht. Sagen Sie, inwieweit wird denn der Konflikt hier auch verbal angeheizt von dem Ministerpräsidenten? Also was ich sehr unglücklich fand, nicht nur als Polizeibeamter, sondern ich bin auch Bürger von Baden-Württemberg und deswegen darf ich das auch hier äußern, war die Wortwahl des Ministerpräsidenten Mappus. Also wenn man im Vorfeld von einem Federhandschuh spricht, der jetzt geworfen wurde, oder dass man jetzt hier Friedensgespräche anberaumt. Also diese Wortwahl, die ist sehr unglücklich und nach meinem Dafürhalten hat das die Stimmung auch etwas aufgeheizt. Und fühlen Sie sich auch als Polizisten jetzt ausgenutzt? Wir fühlen uns ausgenutzt, missbraucht
und auch als Spielball der Politik. Das ist auch ein Wahlkampfthema. Stuttgart 21, wir stehen zwischen den Fronten. Die Polizei hat durch den Einsatz am 30.09. einen sehr großen bundesweiten Imageschaden erlitten, der uns sehr zu schaffen macht, den wir aber so nicht verdient haben, weil die Verantwortlichen ganz weit oben sitzen. Also es ehrt den Polizeipräsidenten von Stuttgart, dass er wohl alles auf sich nimmt, aber ich glaube das nicht, sage ich Ihnen ganz ehrlich. Ich glaube, die Verantwortung trägt da jemand ganz anders und mir tut er auch leid, weil er praktisch derjenige ist, der in der Öffentlichkeit steht, in der Kritik steht. Ich kenne ihn auch persönlich. Dieser Einsatz tut ihm unheimlich leid und er ist auch sehr unglücklich darüber, kann ich mir auch vorstellen. Aber ich sage, der Polizeipräsident von Stuttgart hat da überhaupt keinerlei Ambitionen, dass das so abgelaufen ist, wie es abgelaufen ist am 30.09., sondern ich denke, da haben ganz andere die Hände im Spiel. Wer? Zum Beispiel die Landesregierung oder auch das Innenministerium. Weil dieser Einsatz war politisch so brisant und es ist auch ein Wahlkampfthema, das müssen Sie auch sehen. Es sind ja auch sehr viele Parteien dort, die sich dort diesen Schauplatz ausgesucht haben und wir stehen als Prellbock dazwischen. Wir sind eine demokratische Bürgerpolizei, sollen eigentlich für den Bürger da sein und am 30.09. ist was schiefgelaufen.